Ich berichte heute von einem Mann, der auf das Löschen von Öl- und Gasbränden spezialisiert ist. Das ist der Beginn einer Reihe, die zeigt, wie sich der Mensch in Gefahr verhält. In seiner hochtechnisierten Umgebung neigt er dazu, zu vergessen, welche Kräfte auf ihn einwirken und dass diese Kräfte viel stärker sind als er selbst. Erdbeben, Vulkane, Orkane, Feuersbrände. Von einer Minute zur anderen sieht er sich plötzlich in den Kampf um die eigene Existenz geworfen. Mal versagt er, manchmal entwickelt er ungeahnte Kräfte. Was die Kamera von solchen Momenten aufzeichnen konnte, haben wir gesammelt. Es sind starke Bilder. Ich habe Überlebende und Augenzeugen befragt und das Risiko, wo immer es ging, an Ort und Stelle eingeschätzt, wo die Bilder entstanden, die die Welt bewegten.